Blitzfigur voraus. Genug. Sie haben mich ruiniert. Mein Schiff in ein Wrack verwandelt. Lassen Sie mir wenigstens mein Leben. Suchen Sie sich einen anderen Ort, um Ihren Müll abzuladen. Wären Sie weg, doch die Strahlung besteht noch nach wie vor. Was sollen wir tun? Das wäre die perfekte Heimatwelt für uns. Doch wir können hier nicht leben, solange die Strahlung den gesamten Planeten verseucht. Es ist ein leichtes für die Slife, die Strahlung zu neutralisieren. Geben Sie uns einen Moment. Und wie lange dauert es noch, bis du die Story durch hast? Also zumindest von der nervigen Story. Oh Gott. Naja, du denkst wahrscheinlich, ich denke wahrscheinlich, du gehst heute wieder um 1 ins Bett, ne? Ja, mit dem Morning weitermachen muss. Und was denkst du jetzt? Gehst du zum Doc oder eher nicht? Weil ganz ehrlich, wenn es einem richtig beschissen geht, dann sollte man nicht unbedingt arbeiten gehen, meiner Meinung nach. Weil wenn man dann später andere Leute ansteckt, dann beschuldigt einen wieder, wieso bist du zum Arzt gegangen? Hatte ich schon mal. War echt witzig. Vorher meckern die. Ja, also das würde ich erraten. Edmund, vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie haben sich als wahrer Freund für mich und alle Adaktarkaner erwiesen. Ihre Crew wird immer auf Neutalax willkommen sein. Viel Glück auf Ihren Reisen. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Es war mir ein Vergnügen, Neelix. Ich wünsche Ihnen und Ihren Leuten viel Glück für Ihre Zukunft. Für die Zukunft. Wir haben unsere Mission abgeschlossen, Sir. Auf Ihren Befehl können wir das System verlassen. Ja, also, wenn du sogar nicht richtig schlucken kannst, dann hast du... Ist das schon stärker? Und da würde ich dir erraten, der Arzt würde dich zum Beispiel krank schreiben. 100 Pro. Weil schlucken, das ist eigentlich nur, wenn man da schon, naja, nicht gerade was Leichtes hat. Die Mailons haben alle Probleme bereitet. Ich werde es mir merken. Ich hoffe, sie werden nur eine geringe Unannehmlichkeit darstellen. Admiral Janeway war von ihnen nicht gerade angetan. Oh, Entschuldigung. Ja, Nix hat uns mitgeteilt, dass die Migration der Talaxianer ohne Probleme verläuft. Wir haben mehrere Schiffe entsandt, um sicherzustellen, dass ihnen genügend Schutz vor weiteren Fällen der Mailon geboten wird. Unsere erste Reise in den Delta-Quadranten scheint ein wenig Erfolg, ein voller Erfolg zu sein. Tja, das ist irgendwie scheiße, ne? Brauche ich nicht. Na dann. Es ist mehr als 30 Jahre her, seit die Voyager diesen Teil des Galaxie durchquerte. Doch die Nachwirkungen von Captain Janeway und ihrer Crew sind noch immer spürbar. Wir müssen die Beziehung hier wiederherstellen. Ich werde Ihnen ein Gebiet in diesen Quadranten zuteilen, das Sie patrouillieren sollen. Oh nein. Treffen Sie sich mit den Einheimischen und finden Sie heraus, wie es derzeit um den Delta-Quadranten steht. Ich krieg eine Macke. Ich weiß, was ich jetzt habe. Patrouillieren Sie die bla bla bla. Habe ich auch. Ich habe so viel Spaß daran. Komm mal streamen. Gott, da kriegt man ja Herzinfarkt. Captain, wir werden von einem Kolonieschiff der Kampa gerufen. Auf den Schirm.
Grüß Sie, Slifer. Entschuldigen Sie, dass ich unsere Probleme an Sie herantrage, aber ich und die anderen Camper an Bord dieses Schiffes brauchen Ihre Hilfe. Die Energie unserer Nahrungsreplikatoren neigt sich dem Ende zu. In den nahen ionischen Wolken existieren Elemente, die wir nutzen könnten, um die Energie wieder aufzuladen. Aber diese Elemente geben eine Art von Tetrastrahlung ab, die unsere Schilde nicht abwehren können. Allerdings könnte Ihr Schiff diese Strahlung mühelos widerstehen. Wären Sie bereit, die benötigten Elemente für uns aus dem Nebel zu extrahieren, sodass wir unsere Reise fortsetzen können? Was macht Ihr Verband hier so weit entfernt vom früheren Ocampa-Gebiet? Wir haben es geschafft, einige unserer Ressourcen zu handeln und Hilfe von unseren Verbündeten zu erhalten, um diese abgenutzten alten Schiffe zu beschaffen und wieder in Gang zu setzen. Wir suchen jetzt nach einem sicheren Ort, an dem wir uns niederlassen und unser neues Zuhause gründen können. Wir sind einigen freundlichen Spezies begegnet, so wie unsere Eskorte hier. Sie haben unsere Hoffnung bestärkt, doch noch einen friedlichen Ort zu finden und unsere Reise beenden zu können. Doch bis dahin wird es wohl noch etwas dauern. Die Gefahren, die in diesem Quadranten lauern, haben unsere Reise zudem erschwert. Aber ich bin guter Dinge, dass wir unser Ziel irgendwann erreichen werden. Wir können Ihnen helfen. Ach, das wird wieder lustig. Das wäre besser gewesen. Ich liebe diese Mission. Da kriegt man mir die Krise, wenn man so wenig EP kriegt. Obwohl es nicht wichtig ist. Dies wird dem Camper helfen. Ja, kein Scherz. Macht ihr heißen Tee. Das ist unser Territorium. Nicht mehr unser? Ja. Da ist die Sonne auch nicht verliebt. Ja, das ist total ein Tee drin, das ist. Dann hoffe ich, dass es nicht so ist. Dieses Gebiet im Weltraum strotzt nur so vor Raidern. Zum Glück haben wir Camper nicht versucht, das auf eigenen Faust zu machen. Okay, verstehe. Ja, ich trinke hauptsächlich Leitungswasser. Finden vielleicht manche ein bisschen komisch oder bescheuert. Aber ganz ehrlich, kommt immer drauf an, wo man wohnt. Manche, ich kenne zum Beispiel ein Städtchen Seelze. Das ist so kalkhaltig, das Leitungswasser, dass man kotzen könnte. Da sieht man sogar den Kalk pur, wenn man sogar es einfach nur einschenkt. So stark ist der Kalk dort. Und das hat schon was zu bedeuten, würde ich mal sagen. War auch manchmal Eistee, aber nur selten, muss ich ehrlich sagen. Weil erstens, Eistee ist mir meistens sogar zu süß. Kommt immer drauf an, was ich kaufe. Früher habe ich Eistee gern getrunken. Aber gut, ich glaube, ich habe keine Cola getrunken. Aber da war ich 12 oder 13 Jahre alt. Da habe ich gerne noch getrunken. Ich war ein Kind. Ich trinke ja gerne sowas, wie es bald nicht gerade sowas, wie es häufig gibt. Heutzutage denke ich nur Cola. Nee, danke. Dich gibt's zu trinken.
Richtig. Wenn du dich ausgetrunken hast, trinkst du weiter. Kreuz weiter. Nee, danke. Willkommen zurück, Slifer. Wir sind bereit, mit dem Transfer der Ressourcen zu beginnen, sobald auch auf Ihrer Seite alle Vorbereitungen getroffen wurden. Unsere Sensoren haben den Einsatz der Waffen am Rand der ionischen Wolke gemeldet. Ich hoffe, Sie hatten keine größeren Schwierigkeiten. Nichts, womit wir nicht fertig geworden wären. Danke. Ohne Freunde hätten wir schon lange aufgeben müssen. Gern geschehen. Übertragung beginnen. Raider, den Konvoi verteidigen. Wir werden nun Ihre Fracht übernehmen. Ich würde sterben. Ach, da noch zwei. Ich dachte drei. Ja, Schattenmission mag ich zum Beispiel nicht. Aber geil, dass man bei Romulanern den Delta Flare nutzen kann. Finde ich bloß ärgerlich, dass man Romulaner nicht die Föderationssport nutzen kann. Herojin Raider, wir wären ein leichtes Ziel für Sie gewesen, wenn unsere Freunde nicht zur Seite gestanden hätten. Ich danke Ihnen. Gern geschehen. Sie sollten vielleicht einen neuen Kurs einschlagen, falls Sie zurückkehren. Ich stimme Ihnen völlig zu. Danke für Ihre Hilfe, Admiral. Wir sind nun in der Lage, unsere Suche nach einer neuen Heimat fortzusetzen. Ja, wie gesagt, jeder sieht so was anders. Oh, Scheiße, jetzt muss ich nämlich nach Kobali Prime. Dann muss ich den wieder in den Arsch kriechen. Kennt doch bestimmt noch Arschkriecherei bei den Kobali. Achtensiebzig Delta Marken, geil. Wo ich die gar nicht haben wollte. Ach, man konnte seit dem Zeitagenten-Event immer noch Zeitagenten herstellen, ne? Hast du ja bestimmt gelesen. Ich fand es witzig. Eigentlich hätte es auch nicht mehr gehen dürfen. Es war ein Bug. Okay. Ja, mir doch egal. Woher soll ich wissen, dass ein Bug davon existiert? Bin ich ein Hellseher oder was? Wenn ich mir auf dich hören würde, würde ich ja Klapsmüll landen. Und wann wirst du endlich abgeholt? Ich meine aus der Klapsmühle. Du bist doch angeblich wieder gesund. Sir, ein Borgkubus hat uns hier erwartet. Er hat uns mit einem Traktorstrahl gefangen. Doch es gelingt ihm nicht, durch unsere Schildmodulation zu dringen. Dieser Kubus ist offensichtlich schwer beschädigt und der Strahl ist nicht voll funktionsfähig. Wir sind die Borg. Senken Sie Ihre Schilde und bereiten sich darauf vor, assimiliert zu werden.